Drei Brauerlehrlinge haben es zum Abschluss ihrer Lehrzeit in Vorarlberg nochmal richtig krachen lassen. Was das für ein Bier ist und wer die drei überhaupt sind, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wenn ihr noch kein Abo vom Kanal habt, dann seid doch so lieb und klickt auf Abonnieren und sichert euch die Informationen, wenn es hier neue Videos gibt. An dieser Stelle recht herzlichen Dank dafür. Und ich habe auch recht herzlichen Dank zu sagen an den Dominik. Der ist nämlich dafür verantwortlich, dass ich das heutige Bier in der Hand habe. Lieben Gruß nach Vorarlberg, Dominik, Biersommelier, Kollege. Und der hat mir aus der Mohrenbrauerei, jetzt läuft das ein bisschen Schatten, aber den Gesellensud 2019 geschickt. Und das ist eine limitierte Flasche. Ich habe Nummer 132 bekommen, also vermutlich ein Bier, was ich hier in Wien gar nicht hätte kriegen können. Und ja, da ist ein schöner Anhänger dran. Gesellensud Kreativbier Barley Wine, also je nachdem, wie man es hält. Hier ist es der Gesellensud, da ist es Kreativbier. Und ich lese jetzt einfach mal vor, was es mit diesem Bier auf sich hat. Liebe Biergenießerin, liebe Biergenießer, also damit seid auch ihr gemeint. Wir sind drei ehemalige Mohrenlehrlinge des Lehrberufs Brau- und Getränketechniker und waren schon immer mit ganzem Herzen beim Bierbrauen dabei. Naja, das sollte man eigentlich erwarten, oder? Da wir drei uns immer sehr gut verstanden haben, die Lehrzeit schnell vorüber war und sich unsere Wege jetzt leider trennen, wollen wir unser erlerntes Wissen und Handwerk gemeinsam in die Praxis umsetzen. Sehr gute Idee. So entschieden wir uns, zum Abschluss unserer Lehre gemeinsam ein Bier zu brauen. Auch das eine sehr, sehr gute Idee. Aber nicht irgendeins, es sollte schon was Besonderes sein. Auch das eine sehr gute Idee. Nach einigen Überlegungen entschlossen wir uns, einen Barley Wine zu brauen. Bereits der Name dieses Bierstils lässt auf einen höheren Alkoholgehalt schließen, womit auch die einzige Gemeinsamkeit mit dem Traubengärsaft erwähnt wäre. Unser Bier wurde mit, Achtung, 29 Grad Plato Stammwürze eingebraut und gelangte durch die Gärung stolze 15 Volumenprozent. Also ich muss mein Bettchen mal schon in die Nähe rücken. Für das besondere Etwas wurde das Bier anschließend 5 Monate in einem Whiskyfass aus der Brennerei Pfanner und Gutmann in Lauterach gelagert. Durch die lange Lagerzeit im Holzfass bekommt unser Bier seinen ganz eigenen Charakter. Schon beim Öffnen der Flasche, also da muss ich aufpassen, kommen uns kräftige Sherry-Noten entgegen. Einmal eingeschenkt in ein Kreativbierglas entfaltet sich das gesamte Aromenspektrum und mischt es mit Waldhonig, Dörrobst, alkoholischen sowie leicht torfigen Noten und einer dezenten Süße auf einer holzigen Basis. Das Bier hat einen sehr voluminösen Körper und ist wenig rezent. Im Abgang werden wir noch einmal geschmacklich an das Whiskyfass erinnert und die wohlige Wärme in uns verlangt, durch einen weiteren Schluck genährt zu werden. Tun Sie als Kennerin und Genießerin nicht nur sich selbst etwas Gutes. Der gesamte Erlös, und jetzt kommt der Charity-Gedanke, dieses Bieres spenden wir an die lokale Hilfsorganisation Mahilft, die sich für bedürftige Menschen in Vorarlberg einsetzt. Ihr Beitrag ist also neben gutem Geschmack auch für einen guten Zweck. Viel Spaß beim Genießen, Wünschen und jetzt kommt's. Der Johannes, der Clemens, Uli und natürlich Mohrenbräu. An dieser Stelle, wie gesagt, an alle Beteiligten, also die drei Gesellen, Mohrenbräu, die offensichtlich da ihre Kreativbrauerei zur Verfügung gestellt hat und das Ganze auch schön in die Flasche gebracht hat. Und natürlich nochmal an den Dominik, der es dann ins Päckchen gepackt hat für mich. Jetzt haben wir noch Informationen. Es ist Pilsener Malz, Münchner Malz, Melanoidin Malz, Spezial W-Malz, Spezial Weizen vielleicht, Cara Amber Whisky Malz, Alles Gerstenmalz, Hopfen Polaris, sehr schöner Hopfen, habe ich noch nie im Barley Wine gesehen, Saphir Spalter Select und Saazer Hopfen. Hefe ist eine Safe Ale S33 obergärig. 15 Volumenprozent haben wir alles schon. 10 bis 15 Grad. Ich hätte jetzt mal 12 bis 15 veranschlagt. Es steht schon einen ganzen Augenblick hier. Ich rede ja auch schon lang genug. Ich würde sagen, ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Wir machen das Ganze mal auf. Und ta-ta-ta-ta. Es kommt eine Bottle Cap zum Vorschein. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis. Ja, ich weiß und kenne die aktuelle Diskussion um die Mohrenbrauerei. Ich habe auch eine eigene Meinung dazu, möchte aber solche Geschichten hier vom Kanal fernhalten. Das muss an anderer Stelle diskutiert werden. Und ist nicht Gegenstand von meinen Bier-Reviews. Da geht es ausschließlich um das, was im Glas passiert. Und Kohlensäure ist, glaube ich, nicht das große Thema. Also gezischt hat es jetzt nicht besonders. Oh ja, Sherry-Noten haben wir dort. Also klar, also nicht, dass jetzt irgendwer schreibt, ich hätte mir jetzt beim Barley Wine Kohlensäure erwartet. Aber so ein bisschen wäre da schon drin gewesen.
Was haben wir? Wir haben ein unfiltriertes Bier, würde ich mal sagen. Tiefe, kräftige Bernsteinfarbe, nicht viel Schaum, aber den wir sehen, hat eine schöne beige, cremefarbene Färbung. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ihr wisst ja, ich bin nicht so der Starkbierfreund, aber das ist schon ein großes Kino. Also da ist kräftige Feige mit drin, ein bisschen Pflaume hätte ich jetzt auch gesagt. Natürlich auch der Alkohol, Karamell, und zwar auch nicht zu knapp. Und so ein bisschen leicht holzig. Also, das macht richtig Lust auf einen ersten Schluck. Und wie gesagt, ich bin jetzt kein großer Barley Wine Trinker, sondern ich muss sagen, ich bin, ja, mag andere Bierstile lieber, aber wenn es da mal so richtige Kracher gibt, ja, da bin ich dann auch in erster Reihe mit dabei. In diesem Sinne, cheers. So, bevor ich jetzt falschen Leute lobe, Johannes, Clemens und Uli, das ist eine echte Granate. Bist du gelähmt? Ihr müsst euch das so vorstellen, dieses Bier ist an Weichheit, glaube ich, kaum zu übertreffen. Das legt sich wirklich auf die Zunge wie so ein richtig feiner, leicht öliger Teppich, Karamell bis zum Abwinken. Toffee, so ein bisschen Rosinen, das war das, was ich schon mit Pflaumen hatte. Geht wahrscheinlich eher in so eine Rosinenrichtung. Kräftigstes Malzbett, auch Alkohol. Der stört mich aber nicht an der Stelle. Ich bin ja kein richtiger großer Freund von Alkohol in Bieren, oder das heißt also jetzt so übermäßige alkoholische, weil es ist nicht so sprittig, sondern es ist ein richtig schöner, gut eingebauter Alkohol in diesem Bier. Vanillenoten, ein bisschen Eichenholz, Granate. Soll ich sagen, hat einen richtig vollen Körper, sehr dezente Kohlensäure, ist eine leichte Kohlensäure da, wir haben es ja vorhin gesehen, aber genauso in dem Maß, wie man es eben im Glas gesehen hat, so ist es dann auch beim Trunk. Und ja, von der Textur her, das ist wirklich, das läuft rein wie, jetzt hätte ich gesagt Motoröl, aber das ist wirklich ein richtig feiner Schmierstoff, der da die Kehle bearbeitet und ja, geschmeidig macht für den nächsten Schluck. Und hinten raus, das ist einfach das Schöne an so einem Barley Wine. Es geht dann hinten im Nachtrunk, geht es dann schön malzig nochmal zu. Diese, ja, bisschen Trockenfrucht, diese Feige, Pflaume, Rosine. Das ist alles so, ja, in einem herrlichen Finish mit drin. Und natürlich auch der Alkohol, der wärmt dann, das hatten sie auch geschrieben. Es ist jetzt vielleicht nicht das richtige Sommerbier, weil wir haben draußen so gefühlte 32 Grad zurzeit, riesig schwüles Bier. Aber es geht. Ich kann wirklich sagen, dieses Bier funktioniert. Auch bei diesen Temperaturen wollte ich tatsächlich mal probieren. Und jetzt habe ich es heute eher unfreiwillig gemacht. Und muss sagen, es funktioniert auch ein Barley Wine bei solchen Temperaturen. Ja, also lieber Johannes, Clemens und Uli, gell? Brauschaffende, da sind drei Jungs unterwegs, die verstehen ihr Handwerk wirklich auf das Allerfeinste. Nochmal Gratulation zu eurem Lehrabschluss. Und ich kann nicht anders als für das Mohrenbräu-Gesellensud, wobei ich glaube, Mohrenbräu, wie gesagt, hat da die Basis geliefert. Von Probiert.tv gibt es 5 von 5 möglichen Punkten für den Gesellensud 2019. Ein richtig, richtig geiles Bier. Kann es nicht anders sagen. Und würde mich freuen, wenn ich einen von euch dreien irgendwo mal vors Mikrofon bekomme, wenn ihr ja vielleicht eure erste Stelle bei einer Brauerei angetreten habt. Ich sage an dieser Stelle dann danke fürs Zuschauen. Wenn ihr, wie gesagt, noch kein Abo habt, dann drückt gerade jetzt auf Abonnieren und dann sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Bier hier bei Probiert.tv. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich werde ihn auf jeden Fall haben mit diesem Bierchen. Bis dann. Tschüss, Baba. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.